Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Schanzen und wir machen weiter mit Red Matter 2 auf der Quest 3. Wir befinden uns jetzt hier unten. Ich kann nicht sagen, wo wir genau sind, aber es ist auf jeden Fall irgend so ein Tunnel und wir werden mal hier gucken, was wir können. Wir haben ja eine neue Taschenlampe jetzt. Wir können so Dinge an durchschießen, dann können wir besser sehen. So, wir gehen hier mal links. Hier ist irgendwas im Weg, das können wir weiterräumen hier. Ah, hier, das können wir nicht weiterräumen. Kann man vorbeigehen? Auch nicht. Können wir da rüberfliegen? Das können wir, okay. So, dann mal gucken, wie weit können wir schießen wollen. Okay, warte, nach unten ziehen. So, man sieht, das sind so Leuchtdinger, die kann man nutzen. Man sieht auch fast gar nichts, hier ist sehr, sehr dunkel. Mal umwerfen. Ah, guck mal, jetzt geht's weiter. Okay. So. Gut. Ich dachte, hier wäre noch ein anderer Weg, aber ist hier gar nicht. Gut, schauen wir mal hier, wie es weitergeht. Pretty sure I've come this way before. Weird. Kommt vor, ob er hier schon mal war. Das sieht doch genau aus wie das, wo wir gerade eben jetzt gelaufen sind, ne? Ja, das ist wahrscheinlich Zufall. Wahrscheinlich nee, da ist doch. Das sind doch unsere Leuchtdinger hier. Hä? Aber gehen wir weiter. Noch viele Tonnen. Hä? Das ist schon ein bisschen mehr, oder? Guck mal, komm mal. Ja, weiter, wir sind ein bisschen schneller geworden. So, schauen wir mal. Der ist tatsächlich jetzt gleich wieder. Guck. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Nee, ups. Meine Nase auch noch. Okay, schauen wir, ob wir hier weiterkommen. Sieht auch gut aus. Na, hier weiter. Was ist das? Überwachungskamera. Okay. Was da? Da geht's runter. Auch zu irgendeiner Tür, okay. Auch wieder Fässer. Okay, hier. Das sieht schon alles ein bisschen komisch aus. Da hinten ist mein. Da hinten war mein Licht, das ist schon wieder das gleiche. Okay, hier gehen wir auch in die Tür rein. Oder mal. Das Pistol ist eine Art. Okay. Ach, come on, das ist wieder genau das gleiche wie gerade eben. Nee. Wir gehen mal hier links. Das ist total leer. Wenn du das dann hier. Geht's runter. Wir gehen hier runter erstmal. Aha. Okay. Beta, I think I'm on the right track. Stars definitely came this way. Okay, great. What on earth was he up to down here? Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Spiel wird gespeichert. Okay. Was soll man das hier machen? Das ist total verrückt, wenn man. Man gewöhnt sich nach und nach an diese 3D-Sache. Und dann ist es wie, als wenn man wirklich immer hier ist. Also ich finde sowas genial. Bin froh, dass ich in einer Zeit erlebe, wo ich sowas mitmachen kann. Ich meine, es gibt ja genug Sachen, aber ich bin echt in einem guten Jahr. Also guten. Ja, in 100 Jahren werden sie darüber lachen oder sowas hier.
Ich finde sowas ziemlich genial. Okay, also, ich würde behaupten, wir müssen da drüber. Wir müssen bestimmt drüber auf die andere Seite da. Und das können wir schaffen, glaube ich auch. Indem wir hier irgendwie springen. Glaube ich. Oh my gosh. This place is huge. It's packed with containers floor to ceiling. According to the cargo manifest, they're all military grade. Okay. Origin unspecified. Da können wir, glaube ich, nicht hochkommen. Vielleicht können wir da now that we know what Project Lazarus was all about, Irina, she'd never have agreed to any kind of military involvement. Oh, das wird eng. Das wird eng. Perhaps das they left her no choice. Ja, okay. Her back was against the wall. Gucken wir ganz hoch. Nee. Ach, das ist blöd. Gehen wir hier unten jetzt. Krass. Okay, also das ist der richtige Weg, denke ich so. So die Frage, wie wir zu anderen kommen. Müssen wir hier wieder hoch? Ja, dann müssen wir darüber. Okay, warte. Hey, Beta. Ja? What's your name? I mean, your real name. I'm not authorized to tell you. Why not? Okay. Those are the rules, Sasha. It's just protocol. And besides, it's just a name. Wir fliegen mal rüber. Sie will ihren richtigen Namen nicht sagen. Tell you what, after all this is over and done with, I'll buy you a drink. And then maybe I'll tell you my name. Deal. Ich glaube, wir müssen I'll hold you to it. Wir müssen darüber kommen, glaube ich. Und da müssen wir. Ich glaube, das schaffen wir nicht mit dir. Hier ist es so niedrig. Ein bisschen höher erstmal. Kannst du hochkommen? Oh. Warte. Ah, guck mal. Müssen wir noch einen höher? Da vielleicht hoch? Dann müssen wir hier lenken, oder? Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Also, weiß nicht, ob es der richtige ist, aber einen anderen Weg sehe ich gerade nicht. Okay, dann geht's hier noch drauf. Perfekt. Okay, können wir ganz darüber fliegen? Das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal nach da. Darüber und dann dahin. Also von da nach da. Oder? Würde für mich am meisten Sinn machen. Ob ich diesen Sprung schaffe? Wir testen es mal. Na gut, mal bleibt ja mit der Geschwindigkeit ähnlich. Bong, Kopf gestoßen. Nein. Und dann können wir direkt hier drauf landen. Perfekt. Jetzt auf den darauf. Guck mal, dann können wir. Oh, dann können wir da locker rüber, oder? Ich denke, durch die Tür müssen wir. Was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Machen wir jetzt einfach mal. 1, 2, 3. So. Ja, das wird richtig sein. Nee, nicht. Dann fliegen. Gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hm. This section of the wall's been completely destroyed. It's gotta be Stars. What in the world was he looking for? Taschenlampe. Taschenlampe ist ja nicht gerade hell, ne? Man kann zwar das Ding schießen, aber selbst leuchten tut sie nicht so viel. Guck mal, da unten ist irgendwas. Computer. There's some kind of workstation down here. There shouldn't be. At least not according to my blueprints. Aha. I'm gonna drop down and take a closer look. Oder können wir runter? Oder können wir runter? Ich weiß nicht. Ja, doch, können wir. Okay, das sieht böse aus. Sieht aus wie eine Kommandozentrale von einem mächtig bösen Chef. A bunch of servers, comms equipment. There's a large screen displaying the Cosmobureau insignia. A comms room? Polyakov must have used this room to update the Cosmobureau on Project Lazarus. 100% okay. Lass uns einmal gucken, was wir hier machen können. Das sind Rechner. Kann ich aber nicht aufmachen oder so. Ich kann hier nicht an irgendeinen anschließen. Gucken wir mal hier durch. Das ist nichts. Oder gucken wir uns erstmal den Rechner hier oben an. Ne? Hier ist noch eine. Noch so ein Ding hier. Auch voll? Ja, okay.
Stuhl mal weg. So. Achso, warte mal. Strom haben wir jetzt. War das richtig? Guck mal, das Kabel mit Strom. Das Kabel läuft hier hinten hin. Zu dem Gerät. Ah, guck mal, perfekt. Versuche Systemzugriff. Perfekt. Die zweite schon auch. Natürlich. Wird die dritte sein. Okay. Ah, da ist er. Mach da. Er läuft ein bisschen ungelenkt. Stas checking the entire database on that terminal. What did he find? I'm on it. Okay. Was kann man hier machen? Hier hat er irgendwas gemacht. Aha. Wir wollen mal hacken. Okay, jetzt haben wir so ein Ding hier. Okay. Passiert was? Got him. I've gained access. Projekte. Projekte kann ich nicht rein. Einrichtung auch nicht, nur Personal. Okay, das ist ein riesen Bildschirm, ne? Arena. Ich kann Arena angucken. Irina Serova. She was chosen to be a part of an experimental project. But she was killed at Strelka N3. How could she have been chosen? Geheimhaltung aufheben. Okay. Projekt Lazarus. Zugangsstufe streng geheim. Freiwillige Irina Serova. Beta, she's alive. Irina is still alive. They took her to Strelka N1. She's alive? Okay. How? Stas is headed that way. Beta, I'm going after him. All right, let's do this. Let's find a way off this damn rock. Ah, okay, wir müssen jetzt hier wieder weg. Okay. Da geht die Tür auf. Da gehen wir hin. Ist das auch wieder so ein Flugzeug hier? Oder so ein Flugobjekt? Wahrscheinlich, ne? Nehmen wir mal mit. Ab zu Striker N1. Ach, guck mal, das ist ein ganz anderes Flugzeug. Warte mal. Muss einstellen. Bildschirm zur Auswahl der Autopilotenziels. Autopilotsteuerung. Nicht verfügbar, bis Take-Off abgeschlossen ist. Okay. Machen wir erstmal die Tür zu. Alter, das Ding sieht aber auch nicht mehr so stabil aus, ne? Nur so nebenbei. Okay. Jetzt dreht sich das Gerät auch noch. Okay. Wir alles hinter zu. Gehen wir hier hin. Wir wollen raus. Das schon wieder ziemlich cool. Okay. Why take Arena away? Why fake her death? I don't understand why the Cosmo Bureau would do this. There's got to be a reason. Beta, can the Cosmo Bureau be trusted? Of course they can. They ordered your rescue. If not for them, you'd be dead. Okay. Let's go after Stas. I'm sure we'll find some answers at Strelka N1. I hope you're right. Okay. So where do we find this place? On Triton, Neptune's moon. The ship can make it, but it'll take a while. You might want to enter the coordinates into the navigation system and switch to autopilot. Ach, da kann ich aussuchen. Okay. Tosca-Station. Rea. Okay, wir müssen raus, wo ist, ne? Titan. Kann ich raussuchen, also. Jupiter. Io. Europa.
Okay, wir brauchen Striker N1, war das, ne? Die Frage, wo das ist, genau. Mond. Erde. Die Erde will auch immer. Da. Venus, okay. Okay. Ist die Frage, ob ich einfach mich Dokumente suchen muss? Oder ob ich sie irgendwo auch lesen kann, wo es genau sein könnte? Wo sind wir jetzt, ja? Gucken mal, ob wir die Koordinaten irgendwo finden. Reisebrot Erde, Tosca Erde, Triton. Wir müssen nach Triton, das ist Draken N1. Guck mal. Triton, okay. Triton heißt das ganze Ding. Also irgendwo muss es ja sein. Sind wir nicht wo, aber irgendwo muss es sein. Ich gehe mal so. Suche ich mal das ganze Ding ab hier. Da. Nieso. Neptun. Triton, da müssen wir hin. War noch nicht genügend Treibstoff. Wählen Sie Uranus für Schwerkraftunterstützung aus. Finden hier. Ach, Scheiße. Uranus. Uranus, so. Oder Uranus. Gleich der Witz. Gucken wir mal. Mond. Überhaupt nicht aus. Keine Ahnung, was ist. Da ist Uranus, okay. Blut an und teilweise erstellt, Schwerkraftanstöße berechnet. Okay, von da fliegen wir. Ah, okay. Das ist da, von wo wir kommen. Dann schnappt er sich diese. Und dann sind wir zurück zum Triton. Wo? Ich weiß nicht, wo das war. Tatsächlich jetzt. Da, ne? Okay, Flugbahn erstellt, Ziel auf Triton. Alright. Sasha, it's going to be a long trek. You should rest. I'll wake you up just before the ship lands. Okay. Okay. Good as new. Good. Glad to hear it. Why don't you head on outside and investigate while I try to pinpoint your current position? Oh, guck mal, ich hab mir The Blue Plans Pale Companion Red Medicated. Das ist doch schön. Okay, das sieht ganz anders aus. Oh. Oh, eingehende Nachricht. Na endlich, es war eine ziemliche Tortur, aber anscheinend ist es mir endlich gelungen, dich dazu zu bringen, Tosca ein für alle Mal zu verlassen. Kein Grund zur Sorge, Fremder, du musst dich nicht schämen. Ich bin ja schließlich eine hyperintelligente KI. Warte mal, was machst du auf Triton? Was hoffst du zu finden? Hier gibt es nichts Interessantes zu entdecken.
Wer so bedacht ist. Beta, where exactly did I land? How far off is the base? Judging from your coordinates, looks like you've landed on one of Strelka N1's satellite nodes. The fastest way to the main entrance is via the rail network. There's a station nearby. Find it, and you can hitch a ride that'll take you directly to the base's entrance. Okay. Oh, das ist echt schon gruselig, wenn man so fliegt. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, vielleicht. Da komme ich hoch. Okay. Gut, hier unten zu nennen. Ach so, okay. Nee, wie kommen wir denn da? Das geht doch nicht höher hier, ne? Oder kann ich hier aufs Gitter gehen? Oder? Ah, okay, guck mal. Ist auch nicht schlecht. Oh, guck mal. Kleiner Nebeneffekt. Okay. Und? Okay, hier brauchen wir, glaube ich, einen Taschenlampe. Ah, okay, warte. Soll ich das Ding? Gut, da landen wir auch schon mal drauf. Können wir so rein, ne? Auf einem fremden Planeten sowas zu erforschen, das ist schon abgespaced, oder? Geht's einfach runter. Wir sind bestimmt da oben hin, ne? Okay. Da geht's auf jeden Fall raus. Kann ein Loch hier im Boden? Ah, guck mal da. Da ist auch irgendwas. Sieht aus wie das Schienennetz da. Okay. Gut. Ja, aber ich würde sagen, tatsächlich machen wir hier beim nächsten Mal weiter, denn sonst wäre das alles immer zu viel auf einmal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin, tschüss.